Bitte. Lass doch, alter Kerl. Komm doch, komm. Komm. Wirst du? Na, na du. Generalmajor von Kolkitz, mein Führer. Wirst du? Brauchen, raus, los, raus, raus. Haben Sie General von Kolkitz informiert? Noch nicht, mein Führer. Setzen Sie sich, General. Danke, mein Führer. Ach ja, Kolkitz, ich habe Sie kommen lassen, weil Sie einer der wenigen Menschen sind, zu denen ich noch Vertrauen habe. Sie haben alle meine Befehle zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Und deshalb übergebe ich Ihnen das Kommando von Groß-Paris und befördere Sie mit sofortiger Wirkung zum Generalleutnant. Danke, mein Führer. Die neue Waffe muss jeden Tag da sein. Dann haben wir den Krieg schlagartig gewonnen. Aber bis dahin müssen wir kämpfen bis zum letzten Mann. Der Feind darf unter keinen Umständen Paris besetzen. Unter gar keinen Umständen, verstehen Sie? Strengste Disziplin, auch mit der Bevölkerung, kein Erbarmen. Wenn sie nicht parieren, erschießen. Und wenn die Stadt nicht zu halten ist, dann setzen Sie sie in Brand. Lassen Sie Paris in die Luft gehen. Jawohl, mein Führer. Voici maintenant nos ordres pour la Wehrmacht à Paris. Préparez la paralysie totale du complexe industriel. Préparez la destruction de tous les ponts d'importance stratégique. Pour le cas où nous devrions nous battre dans la ville. Préparez un plan de terre brûlée. Pour l'éventualité où nous devrions nous retirer de la ville.